Hallo und vielen Dank für dein Interesse an The Beginner's Guide. Ich bin Davy Reedon und ich schrieb The Stanley Parable. Das war eine ziemlich absurde Geschichte. Heute möchte ich Ihnen von einer Reihe an Ereignissen berichten, die zwischen 2008 und 2011 stattfanden. Wir werden uns die Spiele von Coda, einem Freund von mir, ansehen. Diese Spiele bedeuten mir viel. Ich habe Coda Anfang 2009 kennengelernt, als ich persönlich gerade eine schwierige Phase durchmachte. Seine Arbeit hat mich in eine neue Richtung getrieben und war für mich ein guter Anhaltspunkt für die kreative Arbeit, die ich machen wollte. Zum Einstieg möchte ich also ein Spiel vorstellen, das, glaube ich, sein allererstes Spiel war. Das ist ein Counter-Strike-Level. Man kann hier übrigens herumlaufen. Im Prinzip lernt hier Coda einfach die Grundlagen zur Programmierung einer 3D-Umgebung. Mir gefällt es, wie er mit der einfachen Ästhetik einer Wüstenstadt beginnt. Und dann diese abstrakten Farbtupfer und unmöglich schwebende Elemente in die Level setzt. Und das zerstört natürlich die Illusion, dass es sich wirklich um eine Wüstenstadt handelt. Stattdessen wird dieses Level zu einer Visitenkarte seines Erschaffers und erinnert daran, dass dieses Videospiel von einem echten Menschen geschaffen wurde. Da fragt man sich, was ihm durch den Kopf ging, als er das alles gemacht hat. Das mag ich an allen Spielen von Coda. Als Spiele mögen sie nicht immer faszinierend sein, aber sie bringen uns immer ihrem Erschaffer näher. Ich möchte, dass wir über diese Spiele hinaussehen. Ich möchte wissen, wer dieser Mensch wirklich ist. Und genau das werden wir hier tun. Es ist das Jahr 2008 und Coda beginnt, diese Spiele zu programmieren. Veröffentlicht aber keines davon. Er stellt sie nicht ins Internet. Er programmiert sie einfach und gibt sie dann sofort auf. Lässt sie dann einfach auf seinem Computer sitzen. Und ich glaube, er sah sich praktisch als Einsiedler. Einmal hat er den Papierkorb auf seinem PC scherzhaft in wichtige Spiele umbenannt. Das war einfach seine Arbeitsweise. Er hat ein Spiel nach dem anderen gemacht, ohne sich je darüber Gedanken zu machen, was er da eigentlich fabriziert hat. Bis er eines Tages plötzlich damit aufhörte. Im Jahr 2011 war Ende. Er hat sein letztes Spiel gemacht und seitdem keines mehr. Und genau aus diesem Grund habe ich hier seine ganze Arbeit zusammengefasst. Weil ich seine Spiele so stark und interessant finde. Ich möchte, dass ihn diese Sammlung erreicht und ihn ermutigt, wieder Spiele zu machen. Und wenn Leute, wie du, diese Spiele spielen, seine Arbeit ebenfalls interessant finden, dann sendet das sicherlich ein sehr viel stärkeres Signal an Coda. Vielen Dank also für dein Interesse. Wenn du auf eine Interpretation kommst, die ich hier nicht erwähne, oder wenn du sonst irgendwelche Fragen oder Kommentare hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an davyreeton@gmail.com schicken. So viel also zur Einführung. Werfen wir nun einen Blick auf das erste richtige Spiel von Coda. Wenn diese Spiele geladen werden, siehst du jeweils, wann das Spiel fertiggestellt wurde. Dieses erste hat er im November 2008 gemacht. Warnung! Flüstermaschine aktiv! Schiffzerstörung steht unmittelbar bevor. Dieses Spiel heißt Flucht aus dem Flüstern. Und es ist eines der eher generischen Spiele von Coda. Du kannst klicken, um die Waffe abzufeuern. Achtung, Leck in der Sicherheitshülle entdeckt. Es entsteht der Eindruck, dass dieses Spiel nicht ganz fertig programmiert wurde. Zum Beispiel hat man eine Waffe. Was eigentlich darauf schließen lässt, dass es irgendwo auch Monster oder Gegner gibt. Aber davon gibt es überhaupt nichts. Wenn das Magazin leer geschossen ist, kann man die Waffe nicht einmal nachladen. Aber vielleicht meinte Coda ja, das Spiel wäre so wie es ist, komplett. Aber wir sollten wohl eher darüber sprechen, was seine Spiele sind, nicht darüber, was sie nicht sind. Mir gefällt, wie man von diesem Raum aus den Boden des Universums sieht. Angeblich gibt es auf diesem Raumschiff ein Labyrinth. Naja, ich weiß nicht. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür und deshalb werden wir es einfach überspringen, damit es schneller geht. So, hier wird es interessant. Dieses Spiel handelt von der Flüstermaschine, die abgeschaltet werden muss. Und dann kommt man in den Maschinenraum.
Hey, du da, im Maschinenraum. Du kannst uns alle retten. Dieser Strahl treibt die Flüstermaschine an. Wenn wir ein ausreichend großes Wärmefeld einfügen, könnten wir ihn stören. Dein Körper könnte den Strahl stoppen. Es ist eine große Bitte, aber das könnte unser aller Leben retten. Würdest du es tun? Könntest du dich opfern? Warte einen Moment. Was du gerade erlebt hast, nämlich in den Strahl zu treten und zu sterben, ist vermutlich das, was sich Coda anfangs für dieses Level vorgestellt hat. Aber dann unterläuft ihm beim Programmieren ein Fehler. Und stattdessen passiert nun das. Der Strahl bringt dich zum Schweben. Und das ist ein wichtiger Moment für Coda. Ja, es ist zwar ein technischer Fehler, aber Coda sieht darin etwas Menschliches. Man fühlt sich so klein in diesem großen, chaotischen System. Das Schweben könnte auch auf ein Leben nach dem Tod anspielen, einen friedlichen Ort, der im Gegensatz zur Hysterie, die man gerade durchgemacht hat, steht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was er dachte. Aber für mich ist klar, dass sich danach etwas in seinem Denken ändert. Er möchte mehr von diesen sonderbaren und experimentellen Umgebungen schaffen. Daher hört er auf, an diesem Spiel zu arbeiten und macht mit einer ganzen Reihe an ganz kleinen Spielen weiter, die in alle möglichen Richtungen gehen. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf das Spiel, das er direkt im Anschluss gemacht hat. Genau, in diesem Spiel kannst du nur rückwärts gehen. Es ist also ein kurzes und relativ minimalistisches Experiment, bei dem Bewegung und Erzählung vereint werden. Es ist weniger fortschrittlich als das vorherige Spiel, scheint aber irgendwie konzentrierter und abgerundeter zu sein. Coda versucht dem Ganzen eine eigene Stimme zu geben, anstatt es einfach auf ein bereits vorhandenes Thema zu basieren. Allerdings ist es etwas kurz. Es sagt, was es sagen möchte und hört dann auf. Mehr war nicht nötig. Aus genau diesem Grund, finde ich, funktioniert das Spiel, weil es so schnell aufhört. Okay, weiter mit dem nächsten. Und das ist alles. Na gut, die Bedeutung des Spiels ist vielleicht noch nicht klar. Aber etwas Geduld und ein paar weitere Spiele und du wirst verstehen, was das Ganze interessant macht.